Aus der Tiefe des Meeres taucht ein furchtbares Ungeheuer auf. Sind ja bloß noch Knochen. Ja. Jamie, antwortet mir, was ist los? Irgendwie ist dadurch die Unterwasserfauna durcheinandergebracht worden. Davon bin ich überzeugt. Das trifft auf die vielen toten Fische zu. Aber die anderen Dinge, was haben die für eine Ursache? Ich wüsste nur eins, das so gewaltig ist und so viel Kraft hat. Aber es ist nicht von der Hand zu weisen, dass Ihr Tunnelbau mit den Todesfällen in gewissem Zusammenhang steht. Zum Teufel mit den Tests, Sie kommen her. Riesiger Polyp. Hier unten ist er in seinem Element. Hier versteckt er sich. Hier tötet er. Jetzt kommen wir zum Thorax. Alles, was hier übrig geblieben ist, sind Teile der Knorpelmasse, die das Skelett zusammenhalten. Okay. Der Gebissabdruck bestätigt, dass es sich bei dem Toten um Bill Sullivan handelt. Mhm. Dieses entsetzliche Ungeheuer lebt in einer Welt, die noch immer voller Geheimnisse ist. Hoch mit dem Ding, los! Ist da unten was nicht in Ordnung? Zieh das Ding hoch! Zum Donnerwetter, warum dauert das denn so lange? Bill! Wo wird es zuschlagen? Und wann? Wem wird es als Nächsten das Mark aus den Knochen saugen? 3 Minuten. 3 Minuten setzt du dein Leben aufs Spiel. Aber es ist nicht deins. Nicht nur deins. Es ist unser Leben. Wird es den Menschen gelingen, dieses grauenhafte Monster zu besiegen? Ich hab dir vor langer Zeit mal gesagt, dass ein Mörderwal ein Gehirn hat, das dem des Menschen entspricht. Außerdem ist er in 2 Elementen zu Hause. Die Luft, die er als Säugetier atmet, und das Meer, aus dem er kommt. Und aus dem er sich auch ernährt. Und in dem seine Feinde leben, die jetzt auch meine Feinde sind. Ein gigantischer Polyp. Ein Albtraum, den es in Wirklichkeit gibt. Eine Bestie versetzt die Menschen in Angst und Schrecken. Er wird nicht zurückkommen. Dieser Krake ist was Besonderes. Der hat Blut geleckt. Ein über 2200 Pfund schweres Ungeheuer sucht sich jeden Tag ein neues Opfer. Wer wird als Nächster dem schrecklichen Würgegriff seiner Todesarme zum Opfer fallen?